Hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück in Oblivion. Ich bin das Küken und wir suchen die Magiergilde. In der letzten Folge haben wir ja schon mit Joffrey gesprochen. Und das war es jetzt auch schon mal wieder mit der Hauptmission. Weil jetzt kommen die ganzen Nebenmissionen ran. Ich habe aber noch irgendeine Mission ausgerüstet. Also ja, kann ich sie abrüsten? Kommt das im Gefängnis? Findet den Erben? Ja, will ich ab nicht. Karte. Ja, da oben. Ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Hahaha. Das ist ja gar nicht so weit entfernt. Oder, ah nee, das Anwählen. Heimwood. Wo bin ich denn gerade? Ach, da. Trotzdem nicht so weit entfernt. Schade, dass man die Karte nicht groß machen kann. Erwartet. Ich wollte ja gucken. Gefängnis, Elfengarten, Talos, Hallas Arena, Baumgarten, Tempel, Kaiserstadt, Geheime Universität. Ich glaube, da war auch die Magiergelder. Ich glaube. Sicher bin ich mir nicht, aber man kann ja mal gucken. Sieht schon mal gut aus. Lässt sich hier auch noch ein bisschen rumgucken. Vielleicht gibt es auch noch eine Truhe oder so. Es gibt auf jeden Fall einen Brunnen. Und Fliegenpilze. Na, vom Brunnen. Okay, die Flammen verbrennen eigentlich. Interessant zu wissen. Ja, das sieht wirklich nach Magiergilde aus. Kann ich hier durch? Ja. So sehr du es auch versuchst, das Tor wird sich nicht bewegen. Schade. Vielleicht das andere? Nein. Sprecht. Holst du zuerst mal geeignet? Bewegt er sich auf mich zu? Nein, noch nicht. Ah, das funkelt. Magiergilde Portal zuerst Magiatomradgemächer. Hallo. Hallo. Willkommen auf der geheimen Universität. Magiergilde. Wenn ihr der Magiergilde beitreten möchtet, sprecht einfach mit dem Anführer einer der örtlichen Gildenhallen. Der wird euch weiterhelfen. Schon okay. Kennst du irgendwelche Gerüchte? Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Seit der Ächtung. Lebt wohl. Holztür. Schaukasten, sehr schwer. Das sind nur Seelensteine. Grüße. Okay. Was ist los? Also anscheinend kann der mir nicht weiterhelfen. Kommt er immer noch nicht durch? Muss ich dafür dann extra in eine andere Stadt? Um mich der Magiergilde anzuschließen? Was denn der nächste? Krawall ist eigentlich nah dran. Skin gerade ist auch nah dran. Bogema ist auch nah dran. Shadenhall? Leavin?
Gehe ich dann am besten hin? Vielleicht doch erstmal Kura. Oder doch Bruna? Oh, ich kann mich nicht entscheiden, so viele Städte. Gehen wir einfach mal dorthin. Los, nachts. Hallo Mond. Spätestens 11 Uhr. Machen wir 7 Stunden. Geht die Sonne wenigstens schon mal ein bisschen auf. Also in welche Richtung würde ich nochmal? Roma Pravil, kaiserliche Stadt. Das heißt, ich kann also den Weg einfach entlang gehen und dann bin ich da. Ja, kann ich. Da lief ein Bambi entlang. Noch mehr Bambis. Das ist gut, ne? Ist eine Festung, okay. Oh, hi. Da nix, okay. Steht da jemand? Oder täusche ich mich da? Ah, da ist jemand auf dem Pferd. Okay, Freund oder Feind? Ich plädiere auf Freund. Sieht irgendwie nach einer Wache aus. Sprecht. Wir sind immer im Dienst. Das ist dieser Dieb, von dem die kaiserliche Wache immer spricht. Er stiehlt gerne von den Reichen. Jawohl, ich habe von ihm gehört. Ist er nicht Soldat oder Wachmann in der Kaiserstadt? Wenn ihr schon reisen müsst, dann bleibt auf den Straßen bei den neuen Göttlichen. In der Wildnis ist es einfach nicht mehr sicher. Wir haben sie gesehen, wisst ihr? Die Daedra. Okay. Weiter. Bin ein bisschen vom Weg abgekommen. So ein bisschen durch die Gegend zu stürzieren. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Man muss ja nicht immer auf dem Weg bleiben. Oh. Bist du ein Bandit? Ja, Bandit. Oh, da ist ein Dietrich. Dankeschön. Warum nehme ich eigentlich nicht den Rest mit? Den kann ich da verkaufen. Noch habe ich ja Geldsorgen, also. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 275. Da geht noch mehr.
ist das da hinten? Steinkreis? Also das nur irgendeine Ruine? Ah, da ist Nirnwurz. Kann ich unter Wasser zaubern? Nein, natürlich nicht. Hallo Nirnwurz. Ich bin auf eine sonderbare Wurzel namens Nirnwurz gestoßen. Etwas Ungewöhnliches muss wertvoll sein. Vielleicht sollte ich sie zu einem Alchemisten bringen und etwas mehr darüber erfahren. Ich denke, es gibt einen in fast jeder Stadt in Cyrodiil. Zeig ich einfach mal diese Mission aktiv geschaltet. Dass nicht mal die Hauptmission aktiviert. Ist das immer noch der Fisch, der denkt, er will mich angreifen? Hm? Krampflasche. Schlachthausstein. Es scheinen keine Sterne auf den Schicksalsstein. Okay. Noch die Ruine hier entdecken. Nagastani, okay. Welche Richtung muss ich jetzt? Oh, ich entferne mich immer weiter. Lustig zu sehen, wie im Hintergrund das ganze Gras hier wächst. Komme ich langsam näher. Es ist eigentlich auch irgendwie abhängig von irgendetwas, ob ich irgendwas finde bei den Pflanzen. Ist das von der Alchemie abhängig? Würde mich ja jetzt natürlich auch mal interessieren. Langsam ändert sich da die Umgebung. Bäume sind anders. Sieht schön aus. Ah, da hinten scheint die Stadt zu sein. Oh, Pferde. Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Tovas. Tovas kennt seine Pferde und ich werde bei ihm und diesen wunderschönen Geschöpfen bleiben. Für immer. Ganretel hat wirklich ein Gespür für Hunde. Zum rechten Preis unterweist sie anscheinend auch Menschen. Mhm. Seht euch vor. Hübsch sehen sie aus, die Pferde.
Hühnchensäcke. Nix. Nix Nützliches da drin. Wie geht's? Hallo? Mir gehören die Schwarzküstenstallungen. Wollt ihr ein Pferd kaufen? Nee, eigentlich nicht. Ich kann euch sagen, dass unsere Rappen die schnellsten, belastbarsten und zuverlässigsten Pferde in Cyrodiil sind. Machna hat einige wertvolle Bücher. Lasst euch aber nicht bei ihm blicken, wenn er schlecht gelaunt ist. Okay. Wiedersehen. Links erzählt es sich als Diebstahl, wenn ich die einfach nur lesen möchte, die Bücher. Wir sind immer im Dienst. Was sucht ihr? Ha, wo sind die Gilden? Die Gilden befinden sich westlich des Flusses, südlich des Westtors. Was sucht ihr? Die Burg liegt im Norden, auf dem Hügel. Die Gilden und Geschäfte befinden sich westlich des Flusses. Die Wohnhäuser liegen östlich des Flusses. Was sucht ihr? Schmied, Buchladen und Händler befinden sich westlich des Flusses beim Westtor. Was sucht ihr? Beide Gasthäuser liegen beim Westtor. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlaf heimsucht, wenn ihr jemand ermordet. Auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert. Interessant zu wissen. Wiedersehen. Oh, das sieht schön aus. Neulandschenke. Herberge. Ein Händler. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ah ja, die Sachen für den Banditen. Morgen. Seid gegrüßt. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe gehört, dass die Nordkrieger zusammen mit Ork-Söldnern aus Kirim gekommen sind, um die Redoran von Morrowind anzugreifen. Ich bin nicht überrascht. Ja, Skyrim scheint ständig in Grenzkonflikte verwickelt zu sein. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Aber jetzt Kirim oder Skyrim? Das haben auch schon andere gesagt. Seht euch vor. Auch ihr. Guten Morgen, Nachrichtenbürger. Ich meine, ich nenne ja Skyrim auch immer Skyrim aus Spaß, aber das ist auch Tatsache, dass ein Spiel so genannt wird. Borba Grauskash. Wir haben alles für Abenteurer. Ich bin selbst ein alter Abenteurer und ich weiß, was ein Abenteurer braucht. So alt siehst du aber gar nicht aus, hast dich gut gehalten. Was darf ich euch anbieten? So, mal zum Falschen. Ja. Das sind die Sachen, die ich habe, ne? Solche Geschäfte mache ich nicht. Jetzt vielleicht? Ja. Das Ihr seid ein harter Falscher. Ja. Lebensenergie wiederherstellen, Feuerschild, Magie wiederherstellen, außerbäumlich. Aus 762. Also, man kann mit Alchemie, also mit Tränken, ziemlich viel Geld verdienen, das gefällt mir. Gute Destruiden. Ja, das bringt mir nichts. Boah, 6607. Also, boah. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Was ist sonst irgendwas? Leitfaden für Anvil, für Gravil, für Chip. Okay.
Reparatur mal. Ja doch. Vielleicht sollte ich ein paar haben. Schaden kannst ja nicht. Ja. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Danke, dass ich mit dir feilschen durfte. Genug geredet. Ja, ist ja gut. Hallo. Ja, sie hat Bilder. Schöne Bilder. Doppelte Bilder. Das sieht so schön aus. Was wurde nochmal gesagt? Ich kenne wo sind euch die nicht. Gilden? Und ich will euch auch nicht kennenlernen. Okay, das ist die Kämpfergilde. Mhm. Tretet der Gilde bei und verdient euch euer Gold mit Kämpfen. Ja, Kämpfergilde mache ich irgendwann anders. Erstmal will ich die Magiergilde haben. Magiergilde. Yay! Wir haben eine gefunden. Was wollt ihr? Seid ihr daran interessiert, der Gilde beizutreten? Sprecht mit Falkar hier in Chardinal, wenn dem so ist. Sonst kann euch auch jeder Anführer einer der örtlichen Magiergildenhallen helfen. Chardinal, ah, sowas ist. Auf Wiedersehen. Wie geht es euch heute? Ja, mir geht es gut. Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Fantastisch. Bis später. Auch ihr. Falk. Hattet ihr einen Wunsch? Ihr wollt doch nicht der Magiergilde beitreten, oder? Warum klingt das so negativ? Natürlich will ich der Magiergilde beitreten. Seid ihr sicher, dass ihr das könnt? Ihr scheint mir ein wenig langsam. Sympathisch, ja. Ich fürchte, das wird in einem Desaster enden. Aber ich erfülle euch euren Wunsch trotzdem. Also gut, ihr seid jetzt ein Schüler der Magiergilde. Um in der Gilde weiterzukommen, braucht ihr Empfehlungen von jeder örtlichen Gildenhalle in Cyrodiil. Ich nehme an, daran werdet ihr gründlich scheitern. Wenn ihr es tatsächlich schafft, die Empfehlungen zu bekommen, könnt ihr an die geheime Universität gehen. Da wäre ich allerdings recht überrascht. Tja, wenn ihr mich jetzt nicht mit eurem zweifellos umwerfenden Intellekt erstaunen wollt, habe ich richtige Arbeit zu tun. Oh, ich habe einen Schuss, okay. Quest aktualisiert, trete der Magiergilde bei. Urkunde der Magiergilde hinzugefügt, aha. Gib mir mal eine Empfehlung. Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr nicht bereit seid. Seid ihr bereit zu tun, was zum Erlangen einer Empfehlung erforderlich ist? Nein, noch nicht. Ganz so, wie ich mir dachte. Wenn ihr je glaubt, dass ihr bereit seid, haben wir vielleicht einen Grund zum Reden. Oh, der ist so herrlich freundlich. Dies ist eine wundersame Begegnung. Mission, zeig mir Mission. Ich bin... Deswegen könnte ich also bei der geheimen Universität noch nichts machen, weil ich halt eine Empfehlung schreiben brauche. Das ist interessant, das gefällt mir. Ups. Willkommen. Was habt ihr für Neuigkeiten? Es heißt, dass König Hellseed sich mit dem Haus Drees verbündet hat. Zusammen zerlegen sie den Kadaver des... Ich bin Ailonvi. Ich bin nur eine Beschwörerin, aber Orintur ist ein vollständig ausgebildeter Magier. Ist er nicht wunderbar? Aber ich kann sie trotzdem so nirgendwo zu befragen. Beim letzten kaiserlichen Alchemie-Symposium hörte ich, wie Sinderion von einer seltsamen, leuchtenden Wurzel sprach. Aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was genau er darüber sagte. Vielleicht solltet ihr euch nach Skingrad begeben und ihn selbst fragen. Okay. Das Land der Dunmeer scheint eine turbulente Zeit zu durchleben. Gute Weiterreise. Auch ihr. Interessant. Tag. Tag. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Empfehlung? Das liegt in Falkars Verantwortung. Er nimmt das sehr ernst. Okay. Lebt wohl. Ich bin Dezan. Magier. Aus der Magiergilde. Sie ist in Ordnung. Also die Gilde hier. Das wolltet ihr doch wissen, oder? Sie ist gut. Mir geht es hier sehr gut.
Ja, irgendwie bist du niedlich. Können wir mal gucken, ob irgendjemand hier Aufgaben hat. Ich bin der Magier Orintur von der Magiergilde. Ich teile meine Zeit zwischen der Gilde von Chardinhal und meinen privaten Studien in Weidenhöhe auf. Erzmagier Traven ist der Erste, der solch eine harte Linie gegen die Totenbeschwörung führt. Es ärgert eine ganze Menge Leute. Ihr müsst mit Falkar darüber sprechen. Seht euch vor. Mal sehen, ob irgendjemand im Keller ist. Hallo? Eine Trainingspuppe. Ja, tanz für mich, Puppe. Das sieht lustig aus. Das war das Leinwand. Okay, unmöglich. Holztür. Hallo, jemand zu Hause? Nee. Aber hier werde ich wahrscheinlich lassen können. Irgendwas Interessantes? Fackeln habe ich auch genug. Oh. Das ist gut. Es euch? Fantastisch. Danke der Nachfrage. Fantastisch. Auf Wiedersehen. Hat du eine Aufgabe für mich? Ich bin Treibond, der Rotwardone, Gelehrter der Magiergilde. Überrascht? Es stimmt, in der Magiergilde gibt es nicht viele Rotwardonen. In Hammerfell mögen wir Zauberer nicht besonders. Zauberer stehlen Seelen und vergiften die Gedanken. Wer Magie verwendet, ist entweder schwach oder böse. Meine Familie hieß meinen Berufswunsch nicht gut, deshalb musste ich zur Ausbildung nach Cyrodiil kommen. Ich gebe zu, ich habe nach wie vor große Vorurteile gegen Nekromantie, Beschwörung und Illusion. Es ist einfach falsch, die Überreste oder Seelen der Toten zu entweihen. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, die Gedanken anderer zu manipulieren oder mich mit den Daedra einzulassen. Daedra-Kulte sind natürlich nicht unbedingt böse. In der Nähe von hier, in Morrowind, beten sie Daedra zum Beispiel im Tempel an. Zum Beispiel der Asura-Schrein nördlich der Stadt, Richtung Ariussee. Ich kenne dort einen Dunkelelfen. An ihm ist nichts Böses dran. Ich kann hier nur sehr langsam aufsteigen. Angesichts meiner Vorbehalte gegen bestimmte Arten der Magie habe ich nur sehr geringe Chancen auf eine Beförderung. Wenn ihr die mächtigsten Zaubersprüche sucht, solltet ihr mit Borissian an der geheimen Universität sprechen. Falls ihr eingelassen werdet, natürlich nur. Seit Traven zum Erzmagier ernannt wurde, ist es bei der Magiergilde nicht mehr wie früher. Alles ist strukturierter, aber jedermann scheint nervös. Wiedersehen. Das ist interessant. Hat hier keiner so wirklich eine Aufgabe, außer er mit der Empfehlung? Oh, hallo. Ihr seid Falkar. Otis ist eine äußerst begabte Heilerin. Mitunter fürchte ich, dass sie zu viel Zeit mit der Pflege anderer verbringt und sich selbst vernachlässigt. Warte, wo war jetzt Falkar? Alle hallo. Mögen Otis und ihre Heilkünste sind einfach ausgezeichnet. Wiedersehen. Hi! Wie geht es euch? Ist mir ein Fest. Lebt wohl. Schönen Tag. Wiedersehen. Nee, das war er nicht. Was ist er denn jetzt hin? Verdammt nochmal. Ich grüße euch. Ist er in den Keller reingekommen? Willkommen. Ja. Wenn ihr... Was ist los, Schüler? Sagt bloß, ihr seid wegen...
Ja, warum nicht? Was? Ihr denkt, ihr seid jetzt bereit? Ich kann's versuchen, ja. Nun gut. Wir werden ja sehen, wie gut ihr vorbereitet seid. Ich habe vor einiger Zeit einen bestimmten Ring der Mühsal getestet. So ein anderer dummer Schüler hat ihn in die Finger bekommen und tatsächlich verlegt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat ihn absichtlich in den Brunnen hinter der Gildenhalle geworfen. Warum er sowas machen sollte, ist mir allerdings rätselhaft. Ihr müsst mir diesen Ring bringen. Sollte euch das gelingen, sende ich vielleicht eine Empfehlung an die Universität. Der Brunnen ist verschlossen. Ihr braucht also den Schlüssel. Dezan sollte einen haben und jetzt geht! Okay. Das ist kein normaler Ring, wisst ihr? Ihr könntet ihn ein wenig schwierig zu tragen finden. Ich habe euch gewarnt. Okay. Der halbe Magierrat trat zurück, als Traven die Position des Erzmagiers übernahm. Ohne Empfehlungen der örtlichen Gildenhallen werdet ihr nie das Innere zu Gesicht bekommen. Das ist sicherlich eines der wenigen Dinge, die Traven richtig gemacht hat. Sicher, reist doch einfach in die Kaiserstadt und lasst euch an den Toren aufhalten. Ihr solltet euch an diese Art Zurückweisung gewöhnen. Die Gilde ist in Cyrodiil immer noch mächtig, aber die schlechten Entscheidungen der Vergangenheit haben sie geschwächt, vielleicht sogar abgetötet. Wir werden sehen. Okay, dann versuchen wir mal seine Mission. Habe ich die jetzt eigentlich aktiv geschaltet? Da. Dezan. Ihr seid Zahn. Ich bin Dezan. Magier. Wir können reden, solange Falkar außer Hörweite ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er versucht, euch in den Tod zu treiben. Er hat dem armen Witkun dieselbe Aufgabe gegeben und wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich kann es nicht beweisen. Seht euch vor, ich würde ungern einen weiteren nützlichen Schüler verlieren. Hier ist der Schlüssel und noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es euch nutzen wird, aber nach allem, was ich über Falkars Ring gehört habe, könnte er hilfreich sein. Und wenn ihr etwas darüber herausfindet, was Witkun widerfahren ist, lasst es mich wissen, ja? Er war ein Schüler, wie ihr auch. Vielleicht nicht der hellste, aber sehr bemüht. Er bekam seine Aufgabe von Falkar und verschwand. Es ist fast so, als existiere er nicht mehr. Niemand weiß, was passiert ist. Und Falkar weigert sich, darüber zu sprechen. Ich meine, Falkar hat ja schon angedeutet, ist dass euch auch aufgefallen, dass das Brunnenwasser seit kurzem sonderbar schmeckt. Und was hat sie uns jetzt gegeben? Auftrieb. Unterwasseratmung für 30 Sekunden an selbst. Feder 5 Punkte für 30 Sekunden an selbst. Okay. Wahrscheinlich ist der Brunnen überflutet. Was ist der Brunnen überhaupt? Na da. Vesper packt das Bett los. Ja, da soll ich nichts klauen. Stoff und Spitzhacke. Probieren wir es mal. Ah. Und dann wird's. Oh, da ist er. Mit 3 Gold, Ring der Bürde. Hohohoho! Der ist ja wirklich schwer. Kann ich ihm den Ring wieder zurückgeben? Dann sollte ich vielleicht nochmal hinauf. Und Sachen ablegen. Oh, ich habe immer noch Handschellen an. Ja, warum?
Warum nicht? Na, mal sehen, ob das jetzt schon ausreicht. Warte, die lege ich auch noch ab, ja. Ich hoffe, die Sachen sind dann alle noch da. Immer noch nicht ganz. Na, verdammt. Was habe ich denn noch? Probieren wir es nochmal. Ja, gerade so geht's. Ihr habt den Ring der Mühsal gefunden, solltet ihn zu Falka zurückbringen. Ja. Ihr seid so schwer belastet. Weg mit dem Hammel. Ich ziehe einfach meine Hose an, damit ich nicht ganz nackig wirke. Ah. Die Feder rettet mich jetzt. Von dem Zauber. Ich grüße euch. Der Vera Romalen scheint erfreut, dass so viele Leute in der Neulandschenke einkehren. Sie ist sehr stolz darauf. Die Neulandschenke ist ihr Augapfel. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlafheim sucht, wenn ihr... Wo ist er denn jetzt? Ist er immer noch unten, Keller? Auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert. Ach du meine Güte. Ohne zwei... Nee. Er muss irgendwie hier sein. Gruß euch. Anbil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und jetzt kündigt der Prophet das Ende der Welt an. Oh nein! Bin ich zu blind, ihn zu sehen? Ist euch auch aufgefallen, dass das Brunnenwasser seit kurzem sonderbar schmeckt? Schönen Tag. Oh, das Brunnenwasser schmeckt sonderbar und da ist ja die Leiche drin. Oh Gott! Oh Gott! Sag mal, Falka... Wo bist du denn? Ich bin zu dämlich, dich zu finden. Hallo. Nee, du bist Orientur. So. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, bin ich euch gern zu Diensten. Ein Besucher, stimmt's? Willkommen. Wenn ihr reden möchtet, tut euch keinen Zwang an. Ah, ihr müsst zu Dezan, nicht zu Falka zuerst. Ah. Ich fürchte, in eurer Abwesenheit ist einiges passiert, Schüler. Das kann Auswirkungen auf eure Empfehlung haben. Erstmal Ring der Mühsal. Oh, lasst es einfach irgendwo liegen. Ich glaube, es war ihm nicht besonders wichtig. Ich glaube, das war nur eine Art schlechter Witz von ihm. Okay. Bitcoin? Er ist tot? Oh, ich habe es geahnt. Ich wusste einfach, dass so etwas passiert war. Falka muss es gewusst und nichts davon gesagt haben. Wie konnte er das zulassen? Danke, dass ihr mir Bescheid gegeben habt. Es tut mir leid, dass ihr in diese Angelegenheit verwickelt wurdet. Empfehlung? Ich gebe zu, das war ich. Ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Und nachdem ihr weg wart, um den Ring zu holen... Naja... Ich kann einfach nicht mehr ertragen, wie wir alle von Falkar behandelt werden. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht und habe mich über Witkun geärgert. Also habe ich Falkar direkt konfrontiert. Er war wütend, als ich ihm gesagt habe, dass ich euch geholfen hatte. Und als ich drohte, ihm den Magierrat zu melden, dachte ich, er würde mich umbringen. Er wurde so wütend. Ich habe nicht mal all sein Gebrüll verstanden, aber er sagte, unsere Tage seien gezählt und stürmte davon.
Ich weiß nicht, ob er eure Empfehlung jemals geschrieben hat. Ich bedauere. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte. Vielleicht solltet ihr nachsehen, ob er eine geschrieben hat. Ihr solltet in seinem Raum im Wohnbereich nachsehen. Wenn ihr die Notiz seht oder sonst etwas Ungewöhnliches, lasst es mich wissen. Ich werde es gerne an den Rat senden. Okay. Seht euch... Vor. Kann ich den Ring der Würde irgendwie verkaufen? Einen Wunder... Seht euch nur um. Billigere Preise. Lebt wohl. Ich hoffe, ich kann... Nee. Lebt wohl. Ist mir ein... Haltet eure Magie auf... Seht euch... Ich will erstmal den Ring verkaufen. Damit ich wieder mein ganzes Zeug einsammeln kann. Redet euch das Blaue vom Himmel herunter, wenn ihr nicht aufpasst. Grillon trägt mir die Nase ein wenig zu hoch. Aber mit Worten kann sie umgehen. Okay, Steve Los. Verkaufen? Seht euch nur um. Billigere Preise. Ja. Was? Verschenken? Empfehlt mich. Ach, egal. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Dann habe ich den jetzt halt verschenkt, was soll's. Ich habe schon schlimmere Gestalten als euch los. Getötet. Ach, Gott sei Dank ist mein Zeug noch hier. Wie geht es euch? Warte, im Wohnbereich. Das war doch dann im Keller, ne? Ja. Ah, jetzt kann ich hier rein. Interessant. Stoff und Zange. Schwarzer Seelenstein, oh Gott. Es gibt keine Hinweise auf eine Empfehlung in Falkas Quartieren, aber ich habe schwarze Seelensteine gefunden. Ich sollte sie sofort zu Desam bringen. Ah, das war sogar schon die Lösung. Interessant. Ich wollte einfach nur gucken, was da drin ist. Farbpalette, interessant. Vielleicht war er Maler. Lebensenergie verzehren, starke Heilung, andere. Hallo, Dezan. Was ist das? Schwarze Seelensteine? Ja. Oh, das ist schlimmer, als ich dachte. In Ordnung. Ich nehme euch die ab. Ich werde sie für meinen Bericht vor dem Rat brauchen. Und habt ihr keine Empfehlung bekommen? Sehr gut. Ich werde selbst eine schreiben und sie in meinen Bericht für den Rat aufnehmen. Danke. In Anbetracht der Umstände glaube ich, dass das als mehr als ausreichend angesehen werden wird. Nicht zu fassen, wie lächerlich die neu erlassenen Strafzölle sind. Seit Ulrich Hauptmann der Wachen wurde, geht's hier stetig bergab. Bis später. Schönen Tag. Okay. Sehr schön, wir haben die erste Empfehlung bekommen. Jetzt ist die Frage, ob ich in der nächsten Folge dann
in Shadenhain noch so ein bisschen rumgurke und gucke, ob es da noch irgendwelche Missionen gibt oder ob ich zu der nächsten Magiergilde gehe. Werde ich mir bis zur nächsten Folge dann überlegt haben. Bis dahin wünsche ich euch allen was Schönes und wir sehen uns. Tschüssen! Bye-bye.